Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Hollow Knight. Wir sind eigentlich nur noch dabei, hier die letzten paar Larven einzusammeln und vielleicht noch zwei Live-Shards klar zu machen, weil wir dann nämlich, glaube ich, ein weiteres Leben hätten. Ne, nur noch ein Live-Shard. Ich glaube, ich habe überhaupt 2, 4, 6, 8, ich habe gelesen, 9 ist das Maximum. Also fehlt mir tatsächlich nur noch ein Live-Shard, den ich bisher noch nicht gefunden habe. Den Rest habe ich alles so gefunden. Nichtsdestotrotz, hier rechts oben ist irgendwie nochmal, irgendwo eine Larve. Aber ich habe noch nicht so recht die Idee, wo. Wow! Bleib doch mal hier drauf, Mann! Gehen wir nochmal eins höher. Dieses Gesurre hier, das macht mich auch wahnsinnig. Oi. Oh. Oh, der macht mich jetzt aber gerade fertig hier, oder hätte mich fast fertig gemacht. So, da oben geht, glaube ich, rein. Kommen wir da irgendwie hin? Boah. Ja, ernsthaft, das war der Weg, oder was? Naja. Da hört man ihn auch schon. Da haben wir schon mal wieder einen. So, dann war hier noch ein zweiter. Da habe ich aber schon gesehen, da muss man anscheinend irgendwie von oben kommen. Es gehörte zwar irgendwie, also man hat es schon gesehen, durch eine Wand durch. Optisch gesehen gehört das zwar zu diesem Gebiet hier, aber der Eingang scheint mir doch irgendwie woanders zu sein. Muss ich nur aufpassen, dass ich hier nicht drauf gehe. Oh. Ich sag's noch, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht drauf gehe. Und was mache ich? Ich gehe natürlich prompt drauf. Aber es war Gott sei Dank nicht so weit hier von der Bank entfernt. Nur sollte ich jetzt mal gucken, dass ich meine Seele wieder kriege. So. Das müsste eigentlich schon in dem Raum hier gewesen sein. Oder vertue ich mich da? Arschlöcher! Okay. Eigentlich müsste hier oben jetzt meine Seele sein, oder? Ah ne, ist doch noch weiter weg als gedacht. Dreck. Oh, noch einer. Meine Fresse. Kann ich mich mal hier mal in Ruhe heilen? Das wäre sehr nett. So, man hört ja auch schon meine Seele, glaube ich, rumspuken. Kann das sein? Da ist sie auch. Ach, da ganz oben hin geht sie zurück. Da ist ja nett. Okay, so, wo geht's jetzt am besten her? Können wir eigentlich hier links weitergehen? So. Nicht mit mir, mein Freund. Geht's hier raus? Ja, ne? Ja, klar. Ein kleines Fitzelchen fehlt noch, um meinen letzten Lebenscontainer voll zu machen. Aber das sollten wir ja wohl hier irgendwie hinkriegen. So. Wie schnell die Viecher mittlerweile kaputt gehen. Aber klar,
Vor, ich glaube, 2 Folgen haben wir meine Waffe maximiert. Und auch das macht sich wieder bemerkbar, natürlich. So, wo sind wir denn jetzt? Genau, irgendwie von oben, schätze ich mal, muss man da kommen. Frage ist nur genau von wo. So weit rauf wollte ich eigentlich gar nicht. Waren hier schon immer so viele von diesen kleinen Viechern und mir ist das gar nicht aufgefallen? Voll krass. Irgendwo muss es hier aber mal was nach unten geben. Und wenn wir durch den Boden durchbrechen müssen oder so. Wahlweise hier. Kann das sein? Möglich ist das. Vielleicht. Nee, ich glaube, aufgefallen ist mir noch nichts, sonst hätte ich es markiert. Ja, da unten sieht man auch schon, da geht es wieder wabenmäßig weiter zu Gange. Ich vermute mal, dass wir hier dann auch tatsächlich ganz richtig sind. Da war einiges an kleinen Viechern. Ich wollte noch mal kurz hier rechts gucken, aber da ist nichts gewesen. So, kleines Würmchen. Ansonsten ist hier wahrscheinlich nichts. Auch kein geheimer Durchgang ist tatsächlich überhaupt nicht verbunden. So. Warum sucht es hier immer noch? Das macht da links oben. Ich wollte gerade sagen, das macht mir irgendwie Angst. Mir fehlt auch immer noch ein Schlüssel, um da was aufzuschließen anscheinend. Da ist noch einer mittendrin. Da links ist auch noch einer. Okay, Station der Königin wäre eine Maßnahme. Und im Grünweg direkt an der Station. Das könnte ich natürlich mal zuerst machen. Das ist ja super easy. Und dann ist noch die Frage, wo ist der letzte Maskenschad, der mir noch fehlt? War das hier, wo ich hoch wollte? Ja, hier muss ich hoch. Upsa. Ja, wie hoch noch? Ein bisschen noch. Wie hoch ist denn ein bisschen? Ich glaube, hier ist ein bisschen hoch. Upsa. No. Ja, klar. Hau mir direkt eins auf die Rübe. Ja, du mir auch. Danke. Bin auf jeden Fall mal gespannt, ob ich dieses letzte Lebensstückchen noch finde. Oder ob ich dafür noch was recherchieren muss, was ich aber offline machen werde. Ich werde jetzt nicht die komplette Map absuchen. Und das auch noch aufnehmen. So, einmal hinsetzen. Achso, hat sich sogar aktualisiert, dass man da runterkommt. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, gehen wir einmal in den grünen Weg. Ach, vielleicht kriege ich das letzte Live-Shot auch noch in diesem Larvenhügel. Das wäre natürlich super nice. Habe ich da schon mal eins bekommen? Ich weiß es gar nicht. Okay, war das nicht hier? Oder vertue ich mich? Man sieht es sogar gar nicht, ne? Ich stehe irgendwie direkt drauf oder drunter. Kann das sein? Dann weiß ich noch nicht so recht, wo es sein soll. Oder bin ich auf dem falschen Dampfer? Ach nee, da unten ist es. Aber da ist auch eine Station. Das ist in den Gärten der Königin, gar nicht im Grünweg. Sorry, Leute. Voll vercheckt. Voll verpeilt. Da muss es irgendwo sein.
und zwar unter mir. Na komm, bevor ich hier drauf gehe, setze ich mich lieber mal hier hin. Ich vermute mal, ich muss irgendwie unten raus und dann links raus und da müsste irgendwie was sein. Oh. Naja gut, ganz so schnell sollte man in Gefilden, wo man sich nicht mehr so hundertprozentig auskennt, nicht unterwegs sein. Das geht dann sonst schnell mal zu Ende. Man hört auch was. Es muss irgendwie genau hier drüber sein, aber man kann auch nicht so ganz genau in die Karte reinzoomen. Oder muss ich doch von oben kommen, genau unter die Hirschkäferstation? Ich kann jetzt nochmal von oben gucken. Aber ansonsten fällt mir hier nicht viel ein gerade. Ansonsten musste ich mal googeln oder sowas. Ach komm schon. Ah, hier kann man einfach durchgehen, ey, wie billig. So. Station. Ah, die Station war ja direkt hier links. Jetzt habe ich, glaube ich, laut Karte alles. Ich sehe zumindest nichts mehr von diesen grünen Zeichen. Ah, doch, da ist noch eine. Ach ja, richtig. Station der Königin. Den müssen wir uns noch holen. Leider müssen wir dafür auch wieder ein bisschen weiter laufen. Und ich weiß auch noch nicht so ganz genau, wie man da reinkommt. Aber genau, Richtung dieser Markierung fürs Tiefnest. Das heißt, ich muss erstmal rechts oben raus. Ist die Pilzöde, oder? Da war ich auf jeden Fall auch schon lange nicht mehr gewesen. Na, oh, die haben mich am Anfang auch Nerven gekostet. Und jetzt zerplatzen sie auch einfach so. Runter. Wer ist er denn? Njurum beherrscht die Käferwelt, bis Zeit vergeht und Reich zerfällt. Hüte und Panzer lang vergangen, doch Meister Pilz bleibt unbefangen. Ja gut. Kann man so sagen, ne? Was auch immer der Typ da macht. Fragt mich nicht, ich weiß es nicht. War ich noch richtig? Ja. Oh, Entschuldigung. Man hört ihn sogar noch bis hier unten hin. Ach, ist das herrlich, dass ich hier mittlerweile überall reinfallen kann und nichts passiert. Solange keine Dornen auf dem Boden sind, ist alles gut. Oder in der Luft. So, geht's hier zum Tiefnest? Nee.
Also hier müsste es jetzt aber zum Tiefnest gehen. Bin ich hier richtig? Ich wollte hier auf jeden Fall mal rechts am Rand irgendwo gucken. Ich glaube, es hatte mich beim letzten Mal quasi schon gewundert, dass hier so überhaupt nichts ist. Ach, da sieht man es doch sogar mehr als deutlich, oder? Ah ne, stimmt gar nichts. Ich dachte hier, diese Einhöhlung, da wäre... Doch, da wäre irgendwie was. Zumindest an der einen Stelle. Hello! Oh, so, oh, wie viele sind hier denn schon da drin? Was geht ab? Oh, ach so, ihr wart alles Fakes und nur ein Richtiger war dabei, oder was? Aber ich gehe davon aus, der Erfolg hieß jetzt gerade, dass ich dann doch irgendwie alle bekommen habe. Ich habe es erst gar nicht gerafft. Okay. Aber ich glaube, um wieder irgendwo hinreisen zu können, gehe ich am besten wieder rauf. Komme ich überhaupt rauf von hier aus? Oder muss ich jetzt ganz runter? Nee, doch, es ging irgendwo rauf. Ich erinnere mich, links am Rand. Jo, da sind wir auch schon wieder. In der Pilzwelt. Wo ging's denn hier nochmal hin? Wo bin ich denn überhaupt? Ach so, das war der Eingang zu den Gärten der Königin. Ach, guck mal, da unten rechts beim Mantisdorf. Der kommt. Da gehe ich jetzt auch noch hin. Dann kriegen wir die Folge wenigstens voll. Jetzt nochmal ins Mantisdorf gehen, bei den Larven vorbei. Nochmal das letzte Live-Chart holen. Und wenn ich dazwischendurch mal googeln muss, wo es ist. Und dann gibt es die nächste Folge, den Schwarzen Tempel. Ach, schade. Nicht getroffen. So. Boah, ich erinnere mich ganz am Anfang, ey. Hier bin ich echt schon lange nicht mehr gewesen. Komm, geh weg. Mantisdorf. Oha, das ist auch geil. Wenn man die Plattform wegschießt, wo man von abspringen wollte. Fällt mir ein, da unten war noch so ein Bäumchen zu sehen. Genau, ich wollte gerade sagen, da muss hier eigentlich auch noch sowas sein. Da haben wir es auch schon. Mantisdorf, da links oben wollte ich irgendwo hin. Bin ich auch mal gespannt, was es hier noch zu entdecken gibt. Vielleicht mein letztes Maskenschart oder wie das Ding heißt. Der Pilzkern. Ach du Scheiße, jetzt sag nicht, hier geht's auch noch mal richtig weiter. Noch mal richtig groß hier. Oh Gott. Ich muss hier dringend weg.
Vielleicht hätte ich mich erstmal oben weiter umgucken sollen. Huch. Warum auch immer dieses fliegende Teil jetzt gerade ohne Explosion kaputt gegangen ist. Jetzt wieder oben? Jo, hier bin ich auf jeden Fall schon gewesen. Hier liegt ganz schön viel Geo rum. Okay, das war dann anscheinend nur ein anderer Rundgang. Dann gucke ich hier oben jetzt auch nochmal nach. Bevor ich mich jetzt da ganz runter plumpsen lasse irgendwo. Wo war denn überhaupt der Eingang gewesen? Auf welcher Höhe? Ah, jetzt bin ich schon über dem Eingang. Ja, es könnte sein, dass der hier gewesen ist gerade. Okay. Hier wird ja mal noch richtig auf was vorbereitet, wa? Auch nochmal ein ranziges Ei. Und hier bin ich jetzt... Genau, wo diese ganzen Viecher rumgehangen haben, die Explosionsviecher, oder? Ne, das war hier. Und hier geht's noch weiter runter. Und wir sind immer noch irgendwo, wo wir noch nicht vorher gewesen sind. Oh Gott. Und hier war jetzt das erste, wo ich gerade reingefallen und runtergefallen bin, ja, ne? Ja. Hier sind auf jeden Fall jede Menge dicke und gefährliche Viecher und keine Ahnung was alles. So. Als hätte ich's geahnt. Ey, sag mal, wie weit und wie tief geht's denn hier noch? Das gibt's doch gar nicht. Man denkt, man ist fast fertig mit dem Spiel und es geht immer noch weiter und weiter und weiter. Und noch ein Megapilz oder was auch immer. Und da links geht's auch noch runter. Bleicher Würm, welchen Wert hat es, einen unvermeidlichen Untergang vorherzusehen? Tja, sag's mir. Tadadada! Okay. Ich musste nicht, ich habe alle Master Charts gefunden, ohne sie explizit irgendwie googeln zu müssen. Das finde ich mal cool.
Das gelingt mir selten. Also Herzteile in Zelda oder so ist es mir, ist glaube ich, mir nie gelungen, die mal eben komplett zu finden. Aber gut, es waren auch insgesamt ein paar mehr als hier. So, jetzt sind wir hier unten im Mantisdorf. Das Bäumchen da über Mantisdorf habe ich doch gemacht. Warum ist denn das immer noch da? Das erst aktualisiert, wenn ich irgendwo sitze. Die Frage ist, wie komme ich jetzt am besten zur Station? Links übers Tiefnest. Das Tiefnest war auch so verschachtelt. Nee, so hoch komme ich leider nicht von der Seite. Jetzt muss ich irgendwie links rüberkommen. Ach, da muss ich auch gar nichts mehr suchen, ne? Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal am Larvenhügel vorbei, gucken, was es da für eine Belohnung gibt. Und dann sind wir auf jeden Fall gewappnet, das nächste Mal im Schwarzen Tempel vorbeizuschauen. Hoppla. Ach, Junge. Nee, hier will ich gar nicht her. Ich will unten bleiben. Irgendwo, hoppla, 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 will ich links raus. Die Frage ist nur, wo und wie komme ich da hin? Auch hier nicht. Muss ich hier oben rum oder was? Ich wusste, es war keine gute Idee, übers Tiefnetz zu gehen. Es muss hier doch irgendwo links rausgehen. Sag ich doch. So, und jetzt muss ich wieder irgendwie rauf. Genau. Hier raus. Ja. Leute, wo ist hier der Ausgang? So, hier müsste es doch jetzt langsam, wenn ich mich nicht komplett irre, mal Richtung Ausgang gehen. So, jetzt sind wir wieder in der Pilzöde. Links ist der Garten der Königin. Ja, ich glaube, Garten der Königin, da irgendwie zur Station zu kommen, wird noch ein bisschen länger dauern. Das hat sich ja wunderbar gelohnt, Dreck. Ich habe keine Ahnung, was dieser Pilztyp da labert und will. So, hier müsste irgendwo der Ausgang sein. Genau, über uns. So, Station. Station ist schon mal gut. Und
So, einmal voll. Einmal Mistmund, bitte. Hat er uns eigentlich hier zum Ende nochmal irgendwas Individuelles zu sagen? Riechst du das auch? Plötzlich liegt ein fürchterlicher Gestank in der Luft. Ich schwöre es, die Stadt riecht eigentlich viel angenehmer als jetzt. Ich bitte um Entschuldigung. Ja, das war nochmal ein sehr geistreicher Text. So. Da bin ich ja mal gespannt, was hier der Larven-Papa oder Opa nochmal als finale Belohnung für uns dabei hat. Natürlich jede Menge Geo. Vermutlich. Ah, ist das nicht ehrlich? Jetzt ist hier wirklich jedes Loch befüllt. Komm, dann schmeiß nochmal runter, was du hast. Jawohl, irgendwas Glänzendes ist dabei. Und noch mehr Geo. Das war noch nicht mal die finale Belohnung. Dann muss er noch was Glänzendes runterschmeißen. Ihr werdet ja jetzt für die letzten paar nicht nur Geo runterschmeißen, oder? Das ist auf jeden Fall ordentlich. Ah, so 2000 werden es wohl werden. Und noch was Glänzendes. Zwei glänzende Teile. Dankeschön. Jetzt haben wir hier Königsidol, ein bisschen Cash. Und was noch? Und Lavalinks Klagelied. Das sah eigentlich fast aus wie ein Talisman, oder? Genau. Enthält die Dankbarkeit von Larven, die ins nächste Stadium ihres Lebens eintreten. Erfüllt Waffen mit heiliger Kraft. Der Träger feuert bei voller Gesundheit Strahlen weißer glühender Energie aus seiner. Ach, das ist auch wie bei Zelda. Wenn man volle Lebensenergie hat, kann man jetzt irgendwas feuern. Das können wir vielleicht mal ausprobieren. Vielleicht auch nicht. Je nachdem, was uns im Schwarzen Tempel so erwartet. Aber das schauen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal an. Ich sage an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und nächstes Mal geht's in den Schwarzen Tempel. Bis dahin.